So, wo ist hier Björn? Ist er hier im Haus drinne oder? Ich glaube, der ist hier im Haus drinne, ne? Ja, hier ist er doch, oder nicht? Björn? Endlich, ne? Sind wir wieder am Zocken. Und ja. Heute wird gesuchtet, ne? Stimmt. Ich weiß jetzt, was wir vorhaben. Und zwar, man sieht da oben schon direkt 2000 Meter. Ne? Wir haben ja eine neue Siedlung, wollten wir ja angreifen. Also nicht angreifen, sondern neues Bündnis schließen, genau. Und jetzt sollen wir jetzt hier sammle Pflanzen für Valkas Trank. Nee, eigentlich wollten wir hier Björn finden, oder nicht? Na, ne? Und alles, was auf dem Weg ist, sammeln wir einfach ein und dann ist gut, ne? Ach, guck mal, da vorne ist das da schon. Aber theoretisch ist das ja auch nicht die richtige Mission, ne? Boah, es fängt ja schon gut an heute, ne? Das war die Mission normalerweise. Wo ist der? Ah, hier ist er. Lol, wir sind da eigentlich theoretisch ein bisschen falsch, ne? Ich kann mir So. keine Fehler erlauben. Keine Fehler herum. Verstand! Ich kann nicht gehen, bis ich die wahre Zahl kenne. Ich kann nicht! Was ist das für eine Stimme? Moin, was geht hier ab? Was ärgert dich, alter Mann? Bitte, ich flehe dich an. Wie viele sind es? Ich muss es wissen. Wie viele was? Steine! Jedes Mal, wenn ich sie zähle, komme ich auf ein anderes Ergebnis. Erst 20, dann 21. Das Feenvolk hält mich zum Narren. Steine können nicht kommen und gehen. Ich werde sie zählen. Tanzt herum im Kreis. Den Rock haltet fest, damit's eure Kleider sauber lässt. Okay. Ihr verhöhnt den alten Kutbert, Steinsoldaten. Hüpft rein und raus, wie Finken auf dem Holzhaufen. Eins, zwei, drei. Warte mal. Deine Steinwächter, ich habe sie gezählt. Und? Wie viele Damen und Herren erschienen zum Tanz? Einundzwanzig. Ich bin so sicher, wie man sein kann. Siehst du? Immer anders. Immer anders. Bitte, zähl sie nochmal. Du musst. Mein Verstand steht auf dem Spiel. Okay, wir sollen das erzählen. Wir merken uns diese Kante hier. Aber warte mal. Theoretisch, wieso zählen? Ich komme nie zweimal auf das. Immer anders. Jetzt sind es 26. Wie kann das sein? Siehst du? Immer anders. Immer anders. Bitte, zähl sie nochmal. Du musst. Mein Verstand steht auf dem Spiel. Okay, wir zählen das jetzt einfach. Guck mal, wir zählen jetzt hier von dieser Riss oder Kante, was das da auch ist am Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, ne? Das ist Wahnsinn. Sie sind nie zweimal gleich. Schließe deine Augen nicht, sonst stehlen sie den Feuerstein. Schaffen ihn fort. 23. Vielleicht sind es 23. Ha! Du wurdest auch verzaubert. Dreh dich ganz, grins und tanz. Der Geist erscheint zum Mummenschanz. Wer kommt gekrochen aus dem Schlund wie ein fetter schwarzer Hase ohne Beine? Ich sehe dich. Was ist das für ein Kleiner Rätsel? Gnom. What the hell? 27. 21, 23, 24, 22, 22, 22! Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Es scheint, als würden die Steine willkürlich kommen und gehen. Du solltest nicht hierbleiben. Geh lieber, bevor sie dich in ihren Bann ziehen. Spielt Skrym ihr Spielchen mit mir? Wirkt er seine Magie auch in Englerland? Was ist jetzt los? Dieser Stein, war er eben schon hier?
Und wo ist mein verrückter Freund? Dieser vermaledeite Ort. Hä? Okay. Das ist doch eine Falle. Ah, nice. So. Ui, eine Festung. Aber wahrscheinlich ist das, müssen wir noch gar nicht hingehen, weil es halt... Ach, scheiße. Wir müssen die Quest hier machen, die ist wichtig. Wir laufen da jetzt hin. Schnauze voll. 4000 Meter, alles klar. Ja, irgendwie müssen wir ja die Story weitermachen, ne? Es macht halt... Bleiben. Es macht halt gar keinen Sinn, da anzufangen und da... Ne? Da habe ich wohl was vertauscht, ne? Okay, da oben ist die Maske. Hä? Ach so, hier. Wer hört meine Geschichte von Torheit und Gier zu? Oh, was ist das für einer? Der macht mir Angst. Ich bin hier, alter Mann. Ich höre dir zu. Vor kurzem kamen drei junge Männer zu mir. Maulhelden, voller Ale und Sünde. Der Tod hatte ihnen einen Freund genommen. Also zogen sie aus, dem Tod eine Lektion zu erteilen. Wie närrisch. Wir Nordleute wollen den Tod nicht beherrschen. Wir heißen ihn willkommen. Ja... Doch sie verlangt dreist von mir. Moin, Philipp. Sag uns, wo wir den Tod finden. Wie geht's, wie steht's? Du bist alt, du musst es wissen. Sucht nicht weiter, sagte ich. Er ist unter der großen Eiche im Wald hinter mir. Ja, schon ein bisschen her, ne, aber... gingen sie hin. Hey! Oh, Hilfe! Das gibt's doch nicht! Da! Ja klar, alles... Man hat schon unser Silvester gefeiert, also. Wir haben gefeiert, bisschen. Also, wir waren in 20 Minuten durch, ne? Mit Silvester feiern, theoretisch. Und danach bisschen gesoffen noch. Gut gesoffen. Aber war schon heftig, ne? Wenn man dann am nächsten Tag hört, dass halt Berlin da. Ey, das ist absolut krank. Aber das weiß ja jetzt schon ganz Deutschland, ne? Einfach. Ah, hier ist der Eingang. Ach nö, nicht wirklich. Ich bin ehrlich, ich bin viel zu geizig, ne, für Silvester. Man... Na, so bisschen ab und zu, ne? Maximal 50 Euro, ne? Aber, ne, es gibt ja Leute, die da 1200 oder, ne, da mehrere tausend Euro für Silvester ausgeben. Das könnte ich nicht. Auch wenn ich das... Vielleicht hören wir dich schnell! Du hast den Tag deiner Geburt verfluchen! Okay, Assassin's Creed. Warte mal, mein Bildschirm ist so dunkel, ne? Also ist ein bisschen besser. Fühle ich die. Mein kleiner Bruder hat sich gefreut. Warte mal, was ist das hier? Ach so, ein Wildschwein. Aua. Ja, das ist viel zu dunkel. Assassin's Creed hat wieder eine Helligkeitsstörung, ne? Mal zu dunkel, mal zu hell, kennen wir, ne? Es spickt, verdammt! Hey, was? Keine Gnade, du Ratte!
Hallo, Assassin's Creed. In 2 Tagen liegt Season Start. Hast du vor zu zocken? Ja. Eigentlich schon. Ich wollte die letzten Tage auch mal League zocken, aber irgendwie kam ich doch dazu nicht. Ich glaube am 11. oder nicht? Ist nicht am 11.1. Season Start. Ich vermisse richtig die Aruni 12 Stunden League Stream. Ja, war schon geil, muss ich sagen. Aber... okay, der hat einen Flammenwerfer. Ja, ich glaube, so ein, das hat schon so ein bisschen... ne, vielleicht wurde ich auch ein bisschen demotiviert, League zu zocken, weil es so viele kein League gezockt haben, ne? Irgendwie kein... also, so kam mir das irgendwie vor, ne? Das Team hat keinen Bock zu zocken. Ne, keiner aus meiner Freundschaftsliste ist wirklich am Suchten. Keiner hat Flex oder so. Und irgendwann. Aber kommt irgendwann. Ach, lol, da oben. So, League. Wie soll ich da rüberkommen? Ey, die wollen so witzig sein, ne? Sturzflug der Valkyria. Ich denke, mit der neuen Season kommen wieder viele. Muss er, ne? Wenn die Leute wieder mit, ne? Ihr Rang hochspielen wollen. Ja, habe ich auch vor. Aber ich denke, diesmal mache ich das ein bisschen anders, dass ich vielleicht mit dem Smurf erstmal ein bisschen spiele. Und dann, wenn die Season ein paar Monate noch da ist, dann mit meinem Main oder so, das versuche nochmal das Beste rauszuholen. Aber theoretisch ist das egal. Das ist viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Ich erkenne ja gar nichts. Chris, moin, was geht ab? Ja, wer ist da? Moin. Moin. Ach ja. Ja, wollten vorhin den Flur malen, ne? Und da habe ich meine Malerklamotten nicht gefunden und dann hatte ich keinen Bock mehr. So, ne. Mache ich die nächsten Tage. Bin mal gespannt, wie die neue Season wird. Aber ich denke mal, das ist doch genau gleich wie die Pre-Season, ne? Nur, dass die Leute wahrscheinlich ein bisschen nicht so verrückt spielen wie in der Pre-Season, ne? Obwohl. Ich denke, das macht keinen Unterschied.
Lümmel! Moin! So, wo ist die Maske hier? 110 Meter. Ah, warte mal. Acht Meter. Ach, da oben ist was. Komme ich hier irgendwie hoch? Ah, da oben ist was verschlossen. Oh. Hast du nochmal Minecraft gespielt? Nee. Nee. Der war eigentlich schon witzig. Ich habe es 45 Minuten gesuchtet. Da war es auch, glaube ich, dabei. Und danach habe ich nicht mal Minecraft angefasst. Aber theoretisch, das ja, das mit dem Team hat doch nicht so wirklich gut geklappt, ne? Auch bei Minecraft. Ich fand es aber witzig, dass wir so schnell drauf kamen, dass ich doch König werde. Ne? Ich darf hier nicht erwischt werden. Ich so. Ja, Leute, wir müssen ja irgendwie einen König abstimmen, ne? Wer König wird. Und da würde ich mich schon bereitstellen, dass ich König werde. Und dann, ja, okay, Itzakuna ist der König. Ist so. Ja, perfekt. Habe ich nichts gegen. Und dann baue ich 45 Minuten lang einfach eine Steinplatte. Einfach eine gerade Steinplatte. Einfach nichts. Eine Steinplatte. Um da irgendwie eine Truhe raufzupacken. Eine Werkbank, wo man sich was craften kann. Und hab da ein bisschen gefarmt. Ne? Ich wollte mir eine Eisenrüstung holen und dann Eisen farmen und sowieso einfach runterbauen und farmen. Und dann später. Keine Ahnung mehr, wie das kam. Wollte ich irgendwie wieder hoch? Mir Essen suchen? Nee, ich weiß jetzt wie. Ich bin dann runtergegraben. Und da war dann Wasser drinne. Irgendwo in der Höhle. Wasser drinne. Und da habe ich durchs Wasser geguckt. Und dann sah das aus wie ein Diamant. Ich so runtergetaucht. Und dann wollte ich mir das Diamant holen. Aber unter Wasser kann man ja nicht so schnell abbauen, ne? Bei Minecraft. Und irgendwie kam ich da nicht mehr raus. Und dann bin ich ertrunken. Und dann habe ich Minecraft geschlossen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ne? Ich habe ja meine Sachen verloren. So. Und. Wieso hat das mit dem Team nicht geklappt? Ja, jeder wollte halt was anderes, ne? Ja, ist irgendwie doch nicht so gut ausgegangen, wie sich auch mein Bruder das sich vorgestellt hätte, ne? Und auch vor ein paar Tagen hat das dann jemanden gequieft, so ein ein 14-Jähriger, keine Ahnung, ein anderer normaler Junge wird ja nicht auf die Idee kommen. Ne? Hat dann Reich komplett innerhalb von 7 Minuten komplett das halbe Dorf abgefackelt. Ja, in Minecraft. Aber zum Glück nicht unser Reich, ne? Wir waren ja Reich Blau. Aber wir hatten ja kein Reich, ne? Deswegen könnte man das auch nicht creepen und kaputt machen, ne? Aber natürlich, ich weiß gar nicht, welches Reich da kaputt gemacht worden ist. So, wir haben jetzt ja fast alles eingesammelt. Ich weiß gar nicht, ob welche jetzt auch gerade auf dem Minecraft-Server zocken. Theoretisch habe ich Lust auf Minecraft, ne? Aber ich habe jetzt gerade so viele Spiele, die ich mal zocken wollte, ne? Und dann eigentlich wollte ich LOL so ein bisschen ab und zu manchmal zocken. Aber halt wegen durch Weihnachten und Silvester. Und dass wir auch jetzt in der Familie bis zum ab und zu manchmal One Piece gucken. Die letzten Tage kam ich irgendwie gar nicht zu, wirklich zu zocken.
hab er den Entspannten gemacht. Und Assassin's Creed ist halt auch so ein Spiel, da kann man gefühlt, wenn man das ab und zu manchmal spielt, hat man davon fast gefühlt 2 Jahre davon, ne? Wenn ich jetzt jede Woche, keine Ahnung, 5 Stunden zocke, dann kann ich das Spiel 3 Jahre gefühlt spielen, ne? Ich will jetzt einfach die scheiß Quest machen, dass wir hier langsam vorankommen, ne? Also wir haben noch ordentlich was vor hier bei Assassin's Creed. Theoretisch, Philipp, wenn du Lust hast, können wir später League zocken, ne? I don't know. Normalerweise habe ich ja auch immer zugestimmt, ne? Letztes Mal habe ich Bene ab. Er hat gefragt, ob wir League zocken, und da habe ich dann Nein gesagt. Kennt man gar nicht von mir, ne? Normalerweise bin ich ja immer sofort am Start, ne? Wenn es um League ging. Da, es passiert hier gerade gar nichts, ne? Bei Assassin's Creed. Ich laufe jetzt einfach hier. Ja, okay. Oh, was mache ich denn? Gemeinsam. Weide dich auf. Gute Nacht. Schlaf gut. So, wo ist Björn? Wieso ist mein Rabe nicht verfügbar? Sind sie hier im Haus oder wie? Eine Schenke, das muss es sein. Ja, guck mal, Far Cry 5 hatten wir ja mal angezockt, ne? Haben wir, glaube ich, auch 3 Stunden, 4 Stunden gesuchtet. Und dann irgendwie kam ich auch nicht weiter dazu. Ne? So, wo ist hier Björn? Ist er hier im Haus drin oder? Ich glaube, der ist hier im Haus drin, ne? Ja. Hier ist er doch, oder nicht? Björn? Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. Okay, mein Bruder ist nicht hier. Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Bist du die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, einen riesigen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese andere waren hier und sprachen mit Tangedrin. Jetzt geht das dann los. Dann kamen Lady Edwin Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder? Wir müssen mal gleich reden, Leute. Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Dene. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. Farquaad 5 ist da auch kacke, Aruni. 3 und 4 sind der Shit. Na? Ich weiß, du bist eine ehrliche Frau. Theoretisch müsste ich... Was machen wir jetzt? Hier die Du scheinst diesen Gedrick zu respektieren. Wenn er mit meinem Bruder sprach, dann nur, weil er das Beste für diesen Schier will. Vielleicht bist auch du eine Frau, die Oxnafort Schier freisehen will, auf das es selbst über sein Schicksal entscheide. Eine Frau, die sich für ihr Dorf erhebt und sich nicht von den Stiefeln der Unterdrückung zerquetschen lässt. Ich hoffe, so bin ich. So eine Frau würde mir helfen, Gedricks Freunde zu finden. Da hast du wohl recht. Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Vermutlich verstecken sie sich in einer der Fischerhütten. Das Ding ist, ich sehe Farquaad ziemlich oft, ne? Ich gucke ja auch manchmal bei den Softwaren, Game-Softwaren ein bisschen rum, ne? Was für Spiele so es so gibt. Na, auch letztens auch im Play Store auch sehr oft Farquaad. Und dann muss ich jedes Mal überlegen, theoretisch müsste ich das mal ausprobieren, ne? Aber es gibt halt auch so viele Spiele, die man auch zocken kann, ne? Deswegen ist das
bisschen schwierig. Was ist das? Ist das ein Grafikbug? Das So. Sigurd und Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Entlang des... Nee. Warte mal. Entlang des Flusses. Ah, hier. Aber irgendwann komme ich dazu, wahrscheinlich das Spiel auch mal zu spielen. Okay, warte mal. Achso, die haben wir getötet. Ups. Du musst eigentlich das als nächstes Mal anfangen. Du hältst da eh nur maximal 30 Minuten aus. Dann ist es aber von der Liste. Riecht wie eine Fischerhütte. Ein gutes Versteck. Achso. Nee, eigentlich... Eigentlich bin ich ja erst der Spieler, der das Spiel durchspielt. Halt! Warte! Alan Wasahalan, Eivor. Aber nur, wenn das Spiel gut für mich ist, ne? Aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Jetzt nicht brechen. Na? Weil du mit den mersischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Du hast noch nicht gesehen, wenn ich ein Schwert in der Hand habe, ne? Ich bin ein Samurai. Außerdem habe ich Sekiro erfunden. Hey, schön dich wiederzusehen. Es ist schön dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, deinen Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam, und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen. Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin. Wieso hast du denn das Text zu Speech wieder rausgenommen? Warum verbünden wir uns nicht mit ihr? Lady Edwins Gatte war der Aldermann des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexer fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexer. Und um sie zu bekämpfen, sicherst du dein Schwert einem kleineren Tarn zu, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Früher warst du cool. Was für früher? Das war vor ein paar Wochen. Sachsen mit Heugabel und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter. In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Der Stein des Paladin. Sigurd, hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Er kommt mir vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde. Hä? Wir Oder reden über Basim, aber Basim ist gerade da. Okay. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen verführen. Ich hab mir... Genau, stimmt, das wollte ich vorhin sagen. Theoretisch muss man sich schon manchmal echt viele Gedanken machen.
wie gut wir das eigentlich hier haben. Ja, theoretisch, ne? Ihr habt mir einen Doku angeguckt, wie die Gummiindustrie für Fahrzeuge, für Autos, ne? Milliardengeschäft, was eigentlich so abgeht, ne? Woher das Gummi kommt und so, ne? Und da werden, ich weiß nicht von wo, aber in den ärmlichen Ländern, na, stell mal vor, du hast einen Bauernhof und dein eigenes Land, da kommen Soldaten auf deinen Hof und dir wird Land weggenommen. Du musst das abgeben, ja, ohne dass du Geld dafür bekommst. Du musst dein Land einfach abgeben. Damit da Gummibäume aufgepflanzt werden. Niemals. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz enge. Kann man sich gar nicht so vorstellen, na, aber. Nicht alles ist so schön, was so scheint, ne? Kennt die Gebete meiner Vorfahren und. Gott verfluche euch, Sünder! Du leiden. Verteilt euch, wir schaffen das. Gut, schon besser. Ja, ich muss mir mal was überlegen. Irgendwie kam ich dazu und hab das alles gelöscht, Philipp. Klar hatte ich mal einen schlechten Tag und dann war ich sauer, hab alles gelöscht. Alter, die Soldaten mit dem Speer, ne? Die regen am meisten auf. So, wir haben ein bisschen zu viel Kontrast drinnen, ne, Leute? Und zu viel Helligkeit auf einmal. Aber, ne? Man kennt's von Assassin's Creed. Entweder zu hell oder zu dunkel, ne? Du warst sauer? Ja, natürlich. Gemeinsam schaffen wir das. Auch ich kann sauer sein. Nicht nur bei Lee. Sauer. Sauerkraut. Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Wir singen. Edwin, sie ist da drin. Komm, wir schlagen die Tür ein. Und hau ruck. Ey, sein Schwert ist cool von Sigurd. Töte das stinkende Fischweib! Haltet ein! Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht. Wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin. Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher. Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen. Ach, Aruni, nächste Season mindestens dir. Und an diesen verfluchten Alfred. Das lassen okay, wir er zu. Er motiviert mich zu LOL. Oh, scheiße. Jetzt. Theoretisch. Ich überlege echt so manchmal. Boah, jetzt eine Runde liegt, ne? Aber nur, weil ich meinen Skin ausprobieren oder einfach meinen Skin wiedersehen möchte. Ne, ich bin ja aktuell Vigo-Liebhaber. Ne, mit welchem Recht hast du das? Du bist nicht der Aldermann, Edwin. Dreh um und verschwinde, dann werden wir dich verschonen. Ich glaub ganz fest an dich. Heidnische, dänische Schlange! Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle! Herrin, wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland, Sigurd vom hungrigen Rabenclan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Toast? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Okay. So, habt euch beide mal wieder lieb, ne? Sie gehören euch
Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. Oh, oh. Was haben sie dir angetan? Was hast du dir da wieder eingebrockt? Sendet mich los! Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen. Oh, oh, weggucken. Ah, ob das weh tat, weiß ich nicht. Komm mal, Philipp, ist Assassin's Creed nicht geil? Du kannst einfach den Typ packen und ihm eine Kopfnuss geben. Okay. Einfach Aggression auslassen. Du verdammter Scheißhaufen. Die Welt muss untergehen. Boah. So, ich spiele eine Runde Overwatch. Kannst gerne schreiben, wenn du League spielen willst. Eventuell join ich dann. Ja, AC ist geil, ist ein Zugucken. Mein unbeugsamer Bruder. Sei gegrüßt. Ja, so ist das war dein Plan? Wolltest du Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor. Nicht Hoffnung. Dankt euch später. Edwin hat die meisten Tarne des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Viel Spaß bei Overwatch. Ich muss mal gucken. Wir befreien deine Freunde. 16 Uhr. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Ochsenerfort bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Na, theoretisch hätte ich Lust heute einen 12-Stunden-Stream, ne? Aber ich habe leider zu spät angefangen zu streamen. Ne? Wie früher, Eivor, du und ich mit gezückten Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Fulke, von der Basim sprach? Eine Verbündete, Eivor. Eine wichtige Verbündete. Eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du ahnst ja nicht, welche Entdeckungen uns erwarten. Du sprichst in Rätseln, Bruder. Weil ich lebe, Eivor. Mein Herz brennt im Feuer der Schlacht. Wie in alten Tagen, hm? Ja, Sigurd. Wie in alten Tagen. Erinnerst du dich an die Jagd jenseits der Nordwege? Unsere erste Beute war ein stattlicher Zehnender. Wir haben ihn zusammen erlegt. Unsere Pfeile waren wie fliegende Eiszapfen. Wir hatten scharfe Knochen zum Häuten der Bestie. Du zur Rechten, ich zur Linken. Wir sprangen und schlugen zu. Wir landeten auf dem Boden wie ein gefällter Baum. Dann ein blutiger Ringkampf. Das verdammte Biest hat mich gebissen. Ich wusste gar nicht, dass Hirsche beißen. Doch ich habe seine Kehle durchspießt und der Lebenssaft ergoss sich auf die Erde. Das war sein Ende. Was für Geschichten ihr erzählt. Es ist nur eine von Tausenden, Basim. Es war der glorreiche Morgen unserer Leben. So, oben ist noch mal ein Tattoo. Wer diese Volke ist. Wenn die Zeit reif ist, werde ich es tun. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt eines größeren Plans. Größer als Englerland zu erobern? Welchen Plan bräuchten wir noch? Geduld, Eivor. Geduld. Gut, behalte deine Geheimnisse für dich. Doch wenn dieses Bündnis scheitert, kannst du sie mit ins Grab nehmen. Das Fieber wird schwinden, sobald du die Wahrheit kennst. Versprochen. Nee, bitte geh nicht weg. Nein, nein, bitte nicht.
Assassin's Creed. Das ist der, ein riesiger Minuspunkt, ne? Muss ich. Theoretisch müsste ich eine E-Mail mal an Assassin's Creed schreiben. Wie verblödet das ist, diesen Scheißzettel hinterher zu laufen. Für ein Tattoo, was man sowieso nicht benutzt. Nur in seinem Inventar hat. Oder beispielsweise, dass man da unbedingt hochklettern muss. Der Charakter. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ne? Oder dass die Zettel sich auch zurück teleportieren kann. Wenn man in der Nähe ist, ne? Macht keinen Sinn irgendwie, oder? Oder täusche ich mich? So, einmal kurz gucken, was hier noch so für Sachen gibt's. Ja, wenn wir schon hier sind im Dorf, dann können wir auch alles mitnehmen, oder? Jetzt sind die zwei Typen halt am hinterherlaufen. Ein Schlüssel, okay. Ach so. Wie kommen wir da jetzt rein? Andere Seite. Ah, okay, ich hab's gefunden, glaube ich. Ach so, das ist gar nicht dafür da. Ach so, okay. Ich wollte da schon durchkrabbeln, aber sollten da ja nur durchschießen, ne? So, da oben ist noch eine Rüstung, die man auch mitnehmen könnte. Nehmen wir auch mit. Was war das? Achso, der. So, wie kommen wir da jetzt am besten rein? Ah, durchs Fenster. Okay, die. Ah, ich weiß jetzt wie. Die Tür ist wahrscheinlich. Ich muss auf die andere Seite. Nee, die Tür ist für zu. Achso, da ist ein Schlüssel. Okay. Ja, wieso stehen die da so komisch alle? So, Schweinchen, geh mal bitte weg hier. Valde in regno de Egypti Pharaoni. Obsessus cum profeta musi implicari mala magna que. Das Ding ist, die Notizen lese ich auch nicht mehr, weil es halt einfach zu lange dauern würde, ne? Keine Ahnung, wird wahrscheinlich das ganze Game lang wahrscheinlich 3 Stunden wegziehen. Ne, wenn ich das durchlesen würde. Und dann, ne, bin ich auch nicht der Beste, der liest. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Oh, das ist doch mein Gaming-Stuhl, oder? Nee, Mann, viel zu unbequem. Oh,
guck mal. Leute, ne? Keine Ahnung. Es ist doch komisch. Manchmal. Okay. Warte mal. Hier waren wir, glaube ich, nicht drin, oder? Achso, doch, waren wir. Da hinten war eine Truhe drin. So, wir sind fast durch hier. Ah, den Söldner können wir hier auch platt machen, ne? So, wo können wir durchschießen? Warte, man kann nirgendwo durchschießen. Ah, haha. Guck mal. Da will Assassin's Creed wieder lustig unterwegs sein. Ne? Aber ich glaube, die hatten früher echt so welche kleinen Dreiecke da oben, ne? Weil die ja Ofen und Feuer im Haus gemacht haben, ne? Dass es da irgendwie ein bisschen rausgeht, ne? Denke ich mal. Aber ist das theoretisch nicht dumm? Weil oben ist da speichert sich ja die Wärme, ne? Und dann geht das am schnellsten raus, ne? Oder vielleicht im Sommer haben die das gemacht, ne? Keine Ahnung. Oder auch, ich habe mich auch gefragt, wieso haben die eigentlich Strohdächer benutzt, ne? Aber ich glaube, so oft wurde das Dorf auch nicht überfallen, ne? Theoretisch könnte ich ja jetzt da eine Fackel raufwerfen und die ganzen Dächer brennen, ne? Boah, der Typ ist da schon weg. Warte mal, wir gehen hier jetzt sowieso durch. Dann können wir auch direkt hier hinlaufen, ne? Ja, wir gehen jetzt direkt zur Mission. So, einmal mein Wolfi. Ich frage mich gerade, ob ich hier auf dem Wasser. Nicht zurück, nicht zurück. Ja, warte mal, können wir das Pferd rufen im Wasser? Nee. Schlecht. Kommen die eigentlich hinterher? Ach so, das Pferd, das kann nicht schwimmen, ne? Ja, ist egal, die kriegen das schon hin. Aber warte mal, wieso sind hier links so viele Truhen? Müssen wir da lang laufen? Müssen wir das? Wollen wir das? Machen wir mal, machen wir. Ja, das ist hier ziemlich in der Nähe. Ja. Die werden sofort angreifen. Ist doch nicht, dass du einfach abhauen kannst. Wisst ihr was? Ich möchte endlich meine Feuerwaffe herbekommen. Ne? Guck mal, wir haben eine Giftwaffe, aber... Leute, sind wir mal ehrlich. Benutzt ihr lieber Gift oder Feuer? Also ich bin eher der Typ mit einem Flammenschwert. Ne, mit einem Giftschwert. Wie Gift? Das ist hinterhältig.
giftig. So geht das nicht! So, Mopsi. Deine Zeit ist verboten, du Ass! Okay. Okay, er dreht komplett durch und schreit ihm zurück. Moment. Leb wohl. Ah, voll das geile Wappen, oder? Buck? Warte mal, was ist das? Trinken. Ach lol, das geht? Das habe ich noch nicht gewusst. Bin ich jetzt betrunken? Nee. Aber ich ziehe mir den Mantel aus. Der sieht nicht so gut aus. So, haben wir hier alles mitgenommen? Okay, da ist noch so ein Ding. Titan. Oh lol, das war sogar wichtig. Ach so, das ist hier oben. Wir war. Hä? Aber sind wir von da oben nicht. Ach so. Ein Opal. Ist das ein Joke, oder? Das ist halt so nutzlos. Im Grunde. Sammeln wir 100 Stück. Haben wir ein Schwert, was wir sowieso nicht benutzen, ne? Ach ja. Oh,